Und damit recht herzlich willkommen zur nächsten Folge. Stone Block 3, meine Freunde. So, ich habe ein bisschen was getan ohne euch. Erstens, ich habe hier jetzt einen Botany Pot für Kelp. Wusste gar nicht, dass es das funktioniert. Einfach bloß ein Eimer Wasser unten rein und oben das Kelp drauf und das funktioniert. Okay, habe ich mir gedacht, machst du. Gut, weiter geht's. Ich habe noch eine Mod installiert. Und zwar Extra Storage. Extra Storage habe ich mir installiert, weil ich wollte größere Crafter haben. Die größeren Zellen sind mir jetzt erstmal relativ, bis auf die eine Million Zelle hier. Mehr werden wir die wahrscheinlich eh nie brauchen. Aber ich wollte halt die größeren Crafter haben. Deswegen habe ich die hier drin. Die haben jetzt bis Netherite. Netherite hat hier nochmal zwei Reihen mehr an Inventory für Rezepte. Kostet ein bisschen mehr Strom. Aber ich sag mal so, das ist schon gebalanced, sag ich mal. Ne? Das ist, du zahlst halt mehr Strom, dafür hast du halt auch mehr Platz. Und die Dinger sind ein bisschen höher. Dann habe ich hier einen Wassertank, einen Lavatank. Also Wassertank ist noch ein kleiner, weil den hatte ich gerade da. Hier ist noch ein Jumbo-Tank mit Lava. Der ist auch mittlerweile voll. Hier oben sind die Produzenten. Dann seit dem letzten Update, das kam gestern Abend, glaube ich, raus, kann man die Eier direkt auf den auf die Item Drain legen und dadurch und die werden direkt entleert. Finde ich ganz cool. Und hier hinten habe ich schon mal eine. Ups, da bereite ich gerade was anderes vor, weil ich vielleicht transitiere zu zu Applied Energistics. Muss ich nochmal gucken, weil ich habe schon ewig nicht mehr mit Applied Energistics gearbeitet. Ich bin schon ein bisschen. Ich würde es gerne mal wieder ausprobieren. Weil Refined ist schön, aber ja, wir gucken mal. Hier ein Spout mit Wasser und Lava wird automatisch exportiert, jeweils von oben. Daneben ein Crafter mit Pattern-Rezept. Ein Bucket gleich ein Lava-Bucket. Bucket hier drauf wird gefüllt. Wird importiert, Bums, fertig die Geschichte für Lava und Wasser. So haben wir jetzt immer einen dauerhaften Supply an Lava- und Wasserbuckets, wenn wir sie denn brauchen. So, achso, hier an der Seite schon mal zwei Netherit-Furnisse vorbereitet. Es sind noch keine Rezepte drin, aber ich habe sie erstmal drin. Und wie auch schon altbekannt über den Wireless Heat Transmitter und den Wireless Heat Receiver, den nehmt ihr einfach, macht einen Shift-Rechtsklick auf den Heat Transmitter. Dann könnt ihr den hier in das Kohlefach reinlegen und es gibt Energie. Und da wir jetzt einen Unlimited Supply an Netherit haben, warum nicht gleich Netherit? Die sind noch nicht ganz so schnell, wie ich gehofft habe. Die haben auch noch Upgrades, geht auch noch. Hier habe ich nichts geändert. Hier habe ich hühnertechnisch habe ich auch nichts gemacht. Hier mal ein bisschen aufgeräumt. Den Platz werden wir heute brauchen für das, was wir heute vorhaben. Hier Deep Slate wieder vorbereitet. Das wird, kommt heute Abend, kommt nachher weg. Das brauchen wir gleich drüben. Hier Modification Table für Mining Gadgets ist in diesem Let's Play relativ unwichtig. Maximale Range, maximales Tier. Und hier ist anscheinend gibt es hier einen kleinen Bug. Okay. Na, mal gucken. Vielleicht stelle ich hier zur Vorsicht nochmal so einen Item-Collector hin, der dann immer wieder zurückführt. Weil so zwischendurch habe ich das tatsächlich auch drüben in meinem anderen Setup, dass mir ein Lava-Ei in die Tasche fliegt. Hier Upgrade auf 20 Magmatoren. Basic. Also das 20 sind 1600 RF pro Tick. Das RS-System verbraucht derzeit allerdings schon 400. So, was brauchen wir jetzt? Wir sind immer noch in der Vorbereitung für Power-Reaktoren. Dafür müssen wir ein paar Dinge vorbereiten. Wir haben vorbereitet Redstone. Haben wir. Wir haben Kohle. Irgendwo habe ich auch Kohle, glaube ich. Ach ja, Kohlehennen habe ich noch gar nicht aufgesetzt. Kohlehennen haben wir auch fertig. Das sind schon mal zwei Sachen. Jetzt brauchen wir noch Eis und Uranit. Uranite. Uranite. Wie heißt das Zeug? Uranite. Uraninite.
Jura Indite. Jura Indite? Juronite. Ist egal. Weil das ist ja der Hauptbrennstoff. Der wird einmal durchgeschmolzen, dann wird daraus dieses tatsächliche Juranite. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und das ist halt der Hauptbrennstoff. Macht jede Menge Power. Mit einem Nitro-Reaktor, ich glaube, sind, was ich gesehen habe bei System, waren, ich glaube, der hat ihn gebaut, 460k. Ja, ich glaube, 460k. Aber, bevor wir damit anfangen, bevor ich es vergesse, ich habe gelesen, Miss Lizzie hat mir das gesagt, dass man die Lava-Ex direkt auf den Tank legen kann. Input, geht nicht. Man kann die nicht in den, man kann die nicht direkt in den Tank reinlegen. Das funktioniert nicht. Wir probieren es nochmal mit einer Automatisierung. Nehmen wir mal die Chest. Stellen die hier hin, legen hier die Eier rein. Item. Da, der connected schon gar nicht. Ups, probieren wir es mal aus. Und wie ihr seht, tut mir leid mit Lizzie-Fee, das funktioniert so nicht. Die Idee ist schön gewesen. Es wäre auch schön, dass wenn das Rezept funktioniert hätte. Aber nein, funktioniert leider nicht. Hier ist schon wieder was von der Biene gespawnt. Obwohl ich sie gar nicht befreit habe. Ist mir aber auch wurscht. So, kommen wir jetzt zum wichtigen Thema. Wir brauchen für unseren heutigen... für unsere jetzige Aufgabe brauchen wir einen Freezer. Und zwar davon jede Menge. Wir brauchen erstmal davon ein paar Stück. Dann brauchen wir, ich glaube, ich fange an mit 4 Stück. Panzerglasblock. Okay. Ist das Control Shift? Reinforced Glasblock. Expensive, explosive proof, dark gray tint. Fade structural line visible, multiple textures for seamless look. Okay. Okay. Dann brauchen wir. Davon welche? Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, mit wie viel ich anfange. Fangen wir erstmal mit... Ja, komm, wir fangen erstmal mit 6 an. Water Bucket. Jetzt seht ihr gleich, wie das funktioniert. Ich klicke hier drauf, mache einmal so, mache so und start. Und da hinten, wie ihr seht... Jupp. Da fällt mir gerade auf, ich muss da oben für den Exporter muss ich noch Speed Upgrades reinmachen. Zup. Sieht doch gut aus. Läuft. Gut, gehen wir wieder zurück zum Freezer. Freezer brauchen wir, wie gesagt. Hä? Habe ich die noch nicht gebaut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, dann brauche ich tatsächlich noch mehr von den Metal Bars. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann brauchen wir noch einen Roost. Ein Roost für die Chickens. Dann haben wir die fertig. Dann brauchen wir noch... ein Drawer, davon haben wir sogar noch welche übrig. Dafür und den Rest. Ach ja, das Wichtigste noch. Magmatic Dynamos. Dafür brauchen wir noch. Davon 2 Stück sollten erstmal reichen. Ich glaube, die machen 160 RF pro Tick, wenn die mit 2 sind. Halt Energy Pipes brauche ich noch. Add Pipes. Energy Pipes. Energy Pipes. So. Dann gehen wir jetzt hier. Halt, René, ganz vorsichtig. Wir brauchen noch einen Aqueous Akkumulator. Aqueous Akkumulator. Dafür brauchen wir noch davon. Und einer sollte eigentlich reichen. Habe ich Add Thermal? Thermal, habe ich irgendwelche Upgrade-Kits gekriegt? Nee, ne?
Nee, hatte ich nicht in der Belohnungskiste. Kriegen wir davon schon welche hin? Gold Gears. Machen wir mal 3. 1, 2, 3. Nehmen wir auch mal gleich mit. Haben ist besser als brauchen. So, und zwar produzieren wir jetzt. Auf der einen Linie, wir stellen den Aqueous Akkumulator, stellen wir hier hin. Ah ne, die müssen wir einmal, warte mal, die müssen wir eins tiefer stellen. Dann da, da, da. Wo sind meine Fluid Pipes? Da sind meine Fluid Pipes. So. Zack. Da kommt der Aqueous Akkumulator hin. Den. Oh, ich hätte den sogar ein höher stellen können. Egal. So. Dann brauche ich kurz meinen Water Tank, den ich jetzt gerade drüben habe, ne? Oh, ich Idiot. Ich Idiot. Den habe ich doch gerade verwurstet. Gib mir mal Bucket. Nein, Bucket. Oh, ich habe 62 Buckets im Inventar. Das ist sehr schön. Naja, zumindest craftet er dann keine mehr, wenn er sie braucht. Solange ich nicht mehr als 62 Buckets für einen Crafting-Vorgang brauche, sollte er sie auch nicht craften. So, brauchen wir jetzt einmal 4 Buckets. 1, 2, 3, 4. Zack. Zack. Einmal hier hin, einmal hier hin, einmal hier hin. Dann sehe ich gerade, dass ich hier noch eins tiefer muss. So, damit ich hier nämlich noch den vierten Bucket hin machen kann. So, und ein hier. Der produziert jetzt Wasser. Und ich habe vergessen, unten das, den Export anzuschalten. Naja, das ist gleich vorbei. Gleich ist vorbei, meine Freunde. Gleich ist vorbei. Komme ich da jetzt so ran? Nein, natürlich nicht. Geh mir nicht auf den Sack. So. Export einschalten. Und wir haben hier drinnen, nehmen wir mal ein Gold-Upgrade. Mit dem Gold-Upgrade exportiert der, müssten glaube ich 2 Buckets sein pro Tick. So, der produziert jetzt aus dem Nichts, produziert der Wasser. Dann gehen wir hin, nehmen uns unsere Freezer. 3 auf die Seite. 3 auf die Seite. Und da ist wieder so ein ekliger Slime. Und das sind auch immer die Großen, ne? Das ist nicht mal so, dass das nur die Kleinen sind, sondern es sind immer die Großen, die spawnen. So, Thema durch. Das ist, nervtötend. Nehmen wir uns unsere Freezer. Und die produzieren jetzt, wenn sie denn Energie gekriegt haben, Eis. Und zwar Eis in verschiedenen Variationen. Damit sie das produzieren können. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist... Uno Momento. Ich muss mal kurz was ausprobieren. Da, guckt, seht ihr schon wieder ein Lava-Ei. Kann ich die Lava-Eier direkt hier reinschmeißen? Nee, kann ich nicht. Ich habe es mir fast gedacht. Gut, dann setzen wir den Drawer hier auf. Hier den... Wo ist mein Crescent Hammer eigentlich? Da ist der Crescent Hammer.
Ja, wir müssen die noch mal ein bisschen woanders hinsetzen. Das ist mir hier alles ein bisschen zu. So, so. Ja, das sieht gut aus. Dann hier jetzt die Energiekabel. Hier auf Export. Den hier hin. Dann. Ach nee, ich habe aber was vergessen. Wir haben ja gerade festgestellt, dass wir die die Eier nicht direkt exportieren können. Also bauen wir den Roost da oben an die Wand, setzen die schon mal rein. Ich brauche mal, muss noch mal kurz zurück. Wir brauchen noch zwei Dinge. Wir brauchen erstmal, brauchen wir noch den Drain. Den hier. Und wir brauchen die Add Functional. Davon brauchen wir noch drei Stück. Zack. Und ihr könnt, wenn ihr sie gesplittet habt, könnt ihr bereits im Inventar mit Rechtsklick die Richtung ändern. Die Puller. Von den Pullern. Oder Puller Upgrades, wie man das auch schon sagt. Im Deutschen Puller sagen ist vielleicht nicht ganz so. Den dahin. Die hier rein. Dann nehmen wir uns ein Set Eier raus. Legen die hier rein. Und gut. So. Aber nee, warte mal. Ich glaube, wir müssen den hier. Setzen wir. Hier oben hin. Das hier kommt weg. Das kommt auf Export. Und dann mit. Ich habe keine Fluid Pipes mehr. Fluid Pipes. Dankeschön. Muss nicht viel sein, deswegen setze ich keine, brauche ich da jetzt auch keinen Tank zwischensetzen. So. Zack, die kriegen Power. Und die machen 40 RF pro Tick. Gleich nicht mehr. Jetzt machen sie 80. Und die produzieren jetzt Eis. Und zwar Eis. Aber wenn man das Eis drinne lässt, produzieren die nicht nur Eis, sondern auch die nächste Form davon. Sieht man das eigentlich, was da drin ist? Ja, jetzt sieht man einmal Eis ist drinne. Packed Eis. Und das wollen wir haben. Na, komm raus. Wir wollen einmal Packed Eis. Dafür. Brauchen wir jetzt, ich habe vergessen die Dual mitzunehmen. Add Functional. Einmal eins. Zwei Stück brauchen wir davon. Dankeschön. So. Einmal hier. Einmal Packed Ice. Dann unsere Item Pipes. So, aber hier ist jetzt, ja, ist jetzt überall Packed Eis drin. Die kriegen nicht genug Saft. Wow. Und hier ist die das zweite drin, was wir brauchen. Das brauchen wir nachher für die für den Reaktor, nämlich Blue Ice. Und Blue Ice ist das höchste, beziehungsweise Dry Ice. Aber Blue Ice brauchen wir halt. Die verbrauchen ganz schön Saft, wa? Wow.
Wieso kommt da nichts weiter raus? Ich glaube, die machen nicht genug Saft. Das ist Wowser. Nicht genug Saft oder nicht genug Wasser? Nee, Wasser läuft. Wasser ist voll, das ist gut. Aber ich glaube, die kriegen nicht genug Energie. Ne, dann Energieproblem lösen, ganz fix. Wir bauen einfach nochmal Magmatic. Nochmal zwei Magmatic Dynamos. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da nicht genug Energie ankommt. Oder wartet mal, was auch sein kann, ist. Doch, der transferiert 260 RF pro Tick. Bloop. So. Und Energy Pipes. Und Export. Bausi. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Kann ich mit dem schon filtern? Nee, kann ich nicht. Das kann ich bloß mit den Improved. Gut, dann bauen wir mal ein paar Improved. Weil ich befürchte, dass der Versuch, die die großen, die können jetzt alle weg, das normale Eis zu exportieren, das aber nicht schafft. Das ist so gerade meine Angst. Warte mal kurz, Redstone, machen wir davon mal ein Stack bitte. Add Pipes, wie viel habe ich? 3, also die können jetzt mal da rein. So, dass ich den Export mal so ändere, dass der nur das Packed-Eis in der Whitelist hat. Weil hier wird es auch nicht mehr, ne? Okay, gebt mir kurz 2 Minuten. Ich muss das mal kurz überprüfen. Nicht, dass ich da einen Denkfehler drin habe. Also, bis gleich, Freunde. Und da bin ich wieder. Und wir machen mal kurz einen kleinen Abstecher weiter in Terminal rein. Und zwar hätte ich gerne... Wieso funktioniert das nicht? Weil ich keine Fire Charges habe. Ich habe auch keinen Gunpowder, deswegen können wir das so nicht machen. Kann ich Gunpowder herstellen? Salpeter, Sulfur, das ist alles, das habe ich alles nicht. Obwohl doch hier, das müsste. Oder auch nicht. Gunpowder. Sulfur Dust. Ist wieder. Hä? Muss ich nicht verstehen. Aber wir können es anders machen. Wir haben ja hier Sulfur. Nur um kurz den kurzen Weg zu machen.
Also, kurze Zusammenfassung. Hier auf der Seite scheint es jetzt zu funktionieren. Ich habe jetzt noch zwei Dynamos dazugehängt. Hier scheint es zu funktionieren. Was ich jetzt auch machen muss, ist natürlich hier die Filter einrichten. Und Add. Nein. Ah, ergänze. Edit. Whitelist. So. Hier auf der Seite scheint es jetzt zu funktionieren. Also auf alle Fälle wird es mehr. Es ist nicht viel. Warum auch immer. Weil die Dinger sollten eigentlich relativ schnell sein. Aber halt. Ich habe was. Dort schon wieder. Ich und mein Essen. Ich sprinte zu viel, ich sag's euch. Wir nehmen uns mal das Sulfodas mit. So, dann können wir uns nämlich Fire Charges, Gunpowder. So, hier ein bisschen was. Und dann Fire Charges. Und ein paar davon bauen. Komm, zack. Und daraus machen wir jetzt mit dem Hammer Signalum. Ah ne, ich brauche Hammer, nicht Signalum. Hammer. Mit dem hier machen wir uns daraus jetzt. Jetzt brauchen wir, glaube ich, doppelt. Ne? War, glaube ich, eins. Geht das echt nur in der Multi-Servo-Press? Das ist jetzt unschön. Die wollte ich eigentlich nicht bauen. Na gut, dann bauen wir sie halt. Mir doch lang. Multi-Servo-Press. Dazu brauchen wir Constantan-Gears. Wir brauchen den. Dafür brauchen wir Tin-Gear. Zack. Und dann haben wir die Multi-Servo-Press. Habe ich hier hinten noch irgendwo Power liegen, wo ich einfach so rankomme? Ja, sehr gut. Dann die Signalum-Plates. Brauchten die irgendwas Besonderes? Oder sind die einfach bloß so? Einfach bloß so, okay. Signalum. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Hm, obwohl, geht eigentlich. Komme ich gar nicht so weit, wie ich eigentlich kommen wollte. Das heißt, ich kann gleich im Anschluss die zweite Folge aufnehmen. Vier Stück brauche ich bitte. Ich brauche bloß zwei Teile und dann gucken, ob ich die Energieproduktion hochschmeiße. Ich will nämlich die Augments bauen und zwar für die Dynamos. Hier diese Augments, die habe ich schon in der Tasche. Die Excitation Field Limiter, die sind relativ günstig geworden, wie man sieht. Wie er steht, die verhindern einfach, dass da Energie verbraucht wird, wenn die auslaufen. Aber ich will eigentlich die haben. Und die brauchen anscheinend Hardenglas. Aber Hardenglas kann man einfach craften mittlerweile. Oder wenn man da seht ihr schon wieder ein Lava-Eier auf dem Boden. So, jetzt gucken wir mal. Hier sind es immer noch 3. Hier sind es mittlerweile 27. Also das scheint irgendwie zu klappen. So. Aber wir gewinnen immer noch nicht genug, nehmen wir nicht, noch nicht dazu, ne? Dann setze ich hier jetzt auch mal die Filter ein. Mal gucken, was das gibt. Zack. Nein, nicht Blacklist. Submit. So. Also hier wird's mehr. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Aber wenn man überlegt, wir produzieren jetzt 320 RF
Sind fast, ne, 320, 400, 480 RF produzieren die jetzt. Nur um die hier zu betreiben. Das ist schon eine Menge, muss ich dazu sagen. Das ist schon richtig eine Menge. Na gut, wir haben ja durch unsere Chickens haben wir ja fast infinite Ressourcen. Wie ihr seht, der Draw ist ja schon von der kurzen Zeit, die wir jetzt hier verarbeitet haben. Also das ist schon. Das ist schon arg komisch. So. Aber das scheint zu funktionieren. Das wird mehr, das wird auch mehr. Also scheint das jetzt zumindest zu funktionieren. Das heißt, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit meinem Geheimplan. Bis dahin. Bye bye. Und tschüss.